Moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 geht in eine neue kleine Aufnahmesession. Da hinten seht ihr es vielleicht schon, ich kann es auch auf der Karte nochmal zeigen. Wir spielen jetzt hier schon die Map-Version 2.2 mit Holz- und Kohleindustrie, Holz-Kohle-Verkauf. Man kann Holzkohle herstellen, man kann also mit Holz noch ein bisschen mehr anfangen jetzt hier auf der Map. Wenn ich euch das jetzt zeige, aber es ist alles noch dicht gewuchert mit Gras. Ich dachte, wir machen erstmal schnell das hier jetzt vielleicht zu Ende. Jetzt habe ich aber natürlich das Problem, beim letzten Mal haben wir den Kurs natürlich nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen jetzt selber hier 3-4 Mal fahren, dann ist das Feld auch fertig. Das machen wir auf jeden Fall. Der steht natürlich ein bisschen im Weg, dann leeren wir den erstmal aus. Also wir werden jetzt noch ein, zwei Folgen hier das Feld zumindest zu Ende machen. Dann muss ich sagen, macht eigentlich nur Sinn, dass wir die Fruchtsorten schon wieder zurücksetzen. Die sind ein bisschen blöd für unsere neu gesäten Felder. Haferroggen, Sonnenblumen und Luzerne. Das müssen wir dann tatsächlich alles nochmal machen. Aber da die meiste Arbeit da eh von Helfern erfüllt wird, naja komm, können wir das machen. Dann kann man nämlich die neue Holzkohleindustrie da drüben mal testen. So, wie viel haben wir jetzt hier schon? 730.000 immerhin. Ich habe auch noch mal ein paar neue Traktoren mit, fällt mir da gerade mal so ein. Ich fand aber ein ganz neuer, interessanter Fendt-Traktoren-Mod. Kann ich euch mal schnell mal zeigen hier. Mods, Traktoren, genau, Fendt. In unterschiedlichsten Ausführungen. Da schon mal nicht schlecht. Also wir brauchen da hinten dann auf jeden Fall einen Traktor mit Frontlader. Wir brauchen Hackschnitzel, wir brauchen Holz. Also werden wir doch noch mal ein bisschen was mit Holz machen. Müssen wir gucken, wo unser Holztrailer ist. Na, vielleicht fahren wir das auch mit dem... Naja, rüberfahren ist blöd. Naja, wir könnten mit dem Holzvollernter irgendwo in die Nähe fahren und den direkt füttern, aber wir haben auch noch so viel Holz rumliegen. Wir müssen das eigentlich nur ein bisschen einsammeln und dann nicht unbedingt mit dem LKW wegbringen. Na, fahren wir gleich rüber, sammeln wir hier gleich weiter ein. So, nicht mit dem LKW wegbringen, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Lenkungsmacken verursacht hat. Da werden wir einen normalen LKW vorspannen, aber ich glaube, da werden wir ein bisschen Holz auf den Hänger laden, den rüberfahren zum Sägewerk. Im Sägewerk das dann zu ganz normalen Holzpaletten machen, Paletten mit Holz. Dafür braucht das Sägewerk ein bisschen Hackschnitzel zum Beispiel, um zu laufen. Das sollte aber alles eigentlich noch im Wald stehen. Seit Ewigkeiten stehen die ganzen Geräte ja im Wald ungenutzt. Können wir auch schnell ein bisschen Hackschnitzel herstellen. Ups. Na, das war ein bisschen viel liegen gelassen hier. Ja, aber dann gibt es neben, ja, ich sag mal, Lebensmittelindustrie, die man hier hat, Ölindustrie, jetzt auch noch ein bisschen Holzindustrie. Nicht einfach nur die Holzstämme und Hackschnitzel irgendwo verkaufen, sondern auch noch weiterverarbeiten. Echt ein paar coole Mods, finde ich. Und so kann man dann doch noch mal ein bisschen in Holz gehen. Ja, lohnt fast nicht, aber jetzt haben wir es sauber hier. Und jetzt machen wir auf jeden Fall dieses Feld hier fertig, denn das hatten wir angefangen. Und dann können wir die Fruchtsorten eben noch mal zurücksetzen. Dann müssen wir die Sämaschinen wieder neu ansetzen. Aber wir nehmen dann auch noch eine Sämaschine mehr mit dazu sozusagen, damit wir ein bisschen schneller die neuen Multifruchtfrüchte dann zumindest einmal angepflanzt haben. Das lohnt nicht, wir machen Crossplay. Noch wieder aufzuzeichnen hier für das letzte Stück. Ups.
zu viel liegen lassen. So, das war die erste Ladung. Da ist noch zwei mehr ungefähr. Hier, da müssen wir aber erst nochmal dieses kleine Stück hier mähen. Die neuen Traktoren, ja. Ich glaube, das sind keine. Wir brauchen einen Frontlader auf jeden Fall. Wir könnten das mit dem Radlader machen, wenn wir einen über haben, zum Beispiel von da hinten. Aber das ist natürlich, wir müssen uns echt mal irgendwie angewöhnen, glaube ich, auch so, wenn man so Radlader von A nach B transportieren will, das irgendwie mit einem LKW einen Auflieger zu machen. Zumindest stellt man sich ja vor, dass das schneller geht, wobei den LKW hinfahren, verladen und alles. Ich glaube, insgesamt geht das gar nicht viel schneller. So, ihr seht auch, ich habe hier die Kapazität von diesem Silo nochmal ein bisschen hochgesetzt, weil wir ja fanden noch, dass es viel zu schnell gefüllt wurde. Jetzt in der neuen Map-Version gibt es auch einen neuen Fahrzeughändler. Der ist endlich mal ein bisschen gefixt, dass das Problem mit dem Boden nicht mehr so vorherrscht, dass man da irgendwie durchgucken kann am Boden. Ich hoffe, die ganzen Autos, das passt jetzt wieder von der Höhe. Das müssen wir uns auch nochmal angucken, gleich fällt mir da ein. Vielleicht kaufen wir uns dann einfach einen Fan-Traktor, wobei ich noch gar nicht weiß, wofür wir den brauchen. Hauptsache schon mal haben. Dann sehen wir ja auch den Shop, dann könnte ich da hinwechseln. Ja, und hier unsere Gülletechnik müssen wir dann nochmal wieder ein bisschen aufräumen. Das kann ja auch nicht sein, dass das hier alles hinten da so sinnlos in der Gegend rumsteht. Ja, senken. Sorry. So. Läuft. Nichtsdestotrotz, auch wenn der ein oder andere schon sagt, oh, ist ja langweilig, die ganze Zeit Silage fahren, ich weiß. Aber dann lass eine Folge auf, schalte in der nächsten Folge wieder rein oder schau dir vielleicht noch eine andere, ältere Folge an, wo wir dann noch nicht gerade Silage gefahren sind. Nützt halt nichts, einige Aufgaben hier brauchen so ein bisschen. Das ist natürlich auch nicht besonders schön hier, ne? Ja, hier so viel Gras auf der Straße liegen haben. Machen wir jetzt mal die Straße sauber hier, das geht dann nicht. Geht doch so nicht. Naja, hab ich jetzt gar nichts gebracht. Erstmal egal, wir fahren jetzt hier hinterher. Also müssen wir erstmal weiter mähen. Nur dieses gedüngte Feld hier jetzt nicht irgendwie verschwenden in dem Sinne, dass wir jetzt schon die Früchte zurückstellen, damit ich euch die Holzindustrie zeigen kann, da hinten. Ich werde es natürlich auch jetzt zeigen, aber jetzt ist, wie ihr wisst, alles noch, also in der älteren Version ist es ja ein Grasfeld und dementsprechend stehen natürlich die Gebäude jetzt auch noch voll im Gras. Mähen macht keinen Sinn. Nur Fruchtsorten zurücksetzen macht Sinn. Das ist aber kein großer Akt, das kann man machen, wenn wir dieses Feld hier fertig haben. Aber wenn wir uns jetzt gleich noch einen Traktor gönnen, dann haben wir überhaupt kein Geld mehr auf der hohen Kante. Und wenn dann mal neue interessante Mods rauskommen, kann ich mir die gar nicht leisten. Ne, das war nicht so geil. Ich war gerade so beschäftigt, eigentlich wollte ich das mal wegmachen. Damit wir ein bisschen besser gucken können. Sind doch noch vier Reihen, ne? Also mit der, die wir gerade schon gefahren sind, jetzt noch
hin und zurück noch einmal dann. Da müssten wir es geschafft haben. Und man kann das so echt nicht so gut einschätzen, weil man hier ja nicht den Auslieger so richtig sieht. Ich meine, das passt, solange man hier mal gerade fährt und wir nicht so groß verziehen. Da bleibt so ein kleiner Nipsel jetzt über. Aber hier können wir wieder ein bisschen rüberziehen. Ganz ran, ne? Kein Wunder, das ist immer so blöd. Dann machen wir das mal nur so weit, damit wir nicht wieder so viel auf der Straße verteilen. Fahren wir einfach mal so längs. So, dann kriegen wir noch ein bisschen Gülle weg. Schleift er denn so? So, wieder in die Richtung. So, dass wir noch genau einmal zurück können. Dann können wir den irgendwo am Hof abstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir den da drüben, da haben wir ja noch gar keine Fahrzeuge stehen. Da können wir den ruhig erstmal stehen lassen, denn ein paar Hallen haben wir da ja auch, wo wir ein bisschen was unterstellen können. Verteilen wir weiter froh und munter unsere Fahrzeuge über die ganze Map. Aufpassen, sonst wird das hier zu breit, wenn wir so blöd fahren. So passt das aber. Dann haben wir da gleich noch, sagen wir mal, zwei oder drei Ladungen voll Grassilage. Die holen wir uns noch. Wir spielen immer noch auf langsamer Spielgeschwindigkeit. So kommt auch nicht so schnell Geld hinzu. Durch unsere Photovoltaik und durch unsere Windmühlen und was weiß ich, Obst. Obst haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ist bestimmt nichts mehr beim Saftheini. Und die Bäume sind voll. Würde ich zumindest mal vermuten. Wieso bleibt denn hier Gülle liegen? So ein kleiner Streifen. Weiß man nicht. Kein Beifahrer. Komische Anzeige. Das kann man sich auch sparen, so ein Bild, oder? Weiß ich nicht, was das bringen soll. Was wäre das irgendwie, Rückfahrkamera? Aber es bewegt sich ja nichts. Komisch, komisch. Ja, du kannst ruhig mal weiterfahren, ne? Aber da das hier so eine One-Man-Show ist, nochmal zu dem Kommentar auch, von wegen, lass das einen Helfer machen, irgendeinen Kollegen machen. Also hier ziemlich One-Man-Show sozusagen. Da muss ich leider mehr oder weniger alles alleine machen, so Multiplayer-mäßig. Könnte man natürlich immer nochmal versuchen, aber ich glaube ja, die Map verkraftet nicht Multiplayer-mäßig. Und das ist ja auch immer das Problem, dass jeder genau die gleichen Mods hat. Mit dem Modpack hat man zumindest schon mal die meisten, die man so braucht. Ja, einmal zusammenklappen. Kurz erstmal Feierabend. So, Feierabend heißt ab zum Hof. Oh Gott, so sieht man ja auch toll, ne?
weiß nicht, was die Rückspiegel anzeigen eigentlich. Gucken wir auch irgendwie völlig woanders hin. Unsere Windmühlen, das sind unsere eigenen, die produzieren Geld für uns. Kann man eigentlich auf die auch hoch oder kann man sich nur angucken? Ich weiß es nicht. So, passt der hier im Schuppen? Gerade so. Aber hier würde, kann man durchfahren und in eine größere Halle hier reinstellen. So, mit dem sind wir fertig. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest in der nächsten Folge. Denn für die heutige Folge war es das schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis dahin.